Grüezi und grüß Gott. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt. Und heute schauen wir uns die US-Märkte an. Wir fangen an mit dem S&P. Und erst einmal wieder die Frage, was ist seit letzter Woche denn hier passiert? Letzte Woche standen wir bei rund 4.700, sind dann aus dem Handel raus bei den, wenn wir mal die richtige Kerze hier erwischen. Tatsächlich so hoch. Ich habe es gerade mit dem DAX verglichen. Also tatsächlich sind wir beim S&P schon letzte Woche so hoch aus dem Handel rausgegangen, ins Wochenende. Es waren tatsächlich 4.840 Punkte. Gute Vorbereitung ist alles im Leben. Und jetzt hat er sich hier so ein bisschen weiter hochgedümpelt. Das sieht aber ganz katastrophal aus. Da bin ich umso froher und freudiger, dass ich nicht in S&P aktiv handle. Zumindest in der Regel nicht. Also hier hat er ein bisschen sich hochgeschaukelt weiter. Das ist jetzt aber nicht allzu sehr der Knaller. Und ja, auch der Dow Jones. Also von der Struktur her, da ich gerade das DAX-Video unbedingt angucken aufgenommen hatte, von der Struktur her, der DAX sensationell viel schöner wie das, was wir jetzt hier an den US-Märkten sehen. Was lehrt uns das? Der DAX ist halt doch einfach der Beste. So, wir kommen hier einfach nicht von der Stelle des Kurs. Die 39.089 Punkte ist nach wie vor gültig. Über 37.600 Punkte ist nach wie vor alles long. S&P hatten wir, jetzt brauchen wir noch den Nasdaq. Auch der Nasdaq ist ja hier durchgeballert bei den 17.400 und auch der bildet jetzt schon hier langsam ein Reversal. Ja, nein, das ist natürlich die große Frage aller Fragen. Fakt ist, sehr, sehr wenig volatil, gar keine Impulse tatsächlich. Ein Hin- und Hergeschieben im Intraday-Bereich, absolute Katastrophe. Und ja, schaut euch unbedingt das DAX-Video an, denn das sieht eben komplett anders aus wie der DAX. Denn da hat man deutlich mehr Spaß an den Tageskerzen gehabt. Von daher, es ist immer noch nach wie vor alles long, aber die Bewegungen ermüden immer mehr. Und wir kommen jetzt in den Februar und der Februar hat es meistens in sich. Denkt daran. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen. Bis dahin.